Bei Shannon in Irland ereignete sich das schwerste Flugzeugunglück, von dem jemals deutsche Luftreisende betroffen wurden. Mit 83 Passagieren, darunter 65 Deutsche an Bord, stürzte eine gecharterte DC-6 zwei Minuten nach dem Start auf eine Schlammbank im Shannonfluss. Nicht ein einziger Insasse überlebte die Katastrophe. Rund um diesen Flughafen sind bei 5 Unglücksfällen 237 Menschen ums Leben gekommen. Bei Shannon in Irland ereignete sich das schwerste Flugzeugunglück, von dem jemals deutsche Luftreisende betroffen wurden. Mit 83 Passagieren, darunter 65 Deutsche an Bord, stürzte eine gecharterte DC-6 zwei Minuten nach dem Start auf eine Schlammbank im Shannonfluss. Nicht ein einziger Insasse überlebte die Katastrophe. Rund um diesen Flughafen sind bei 5 Unglücksfällen 237 Menschen ums Leben gekommen.